Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben einen richtig schönen Stellplatz hier gefunden. Wir stehen da hinten und hier vor mir ist direkt das Meer. Das sieht richtig schön aus mit zwei kleinen Häfen. Und ja, wir sind in Huelva angekommen und werden am Freitag eine Fähre nehmen und ins Warme fahren, denn ja, Spanien ist natürlich auch im November super kalt. Ja, jetzt kaum zurück ist mir doch glatt ein Missgeschick passiert. Jetzt wollte ich den Ball schmeißen und er ist mitten im Baum gelandet. Fuck, große Scheiße. Mal gucken, wie ich den da wieder rauskriege. If there is something we need, it's a leap of faith. Gott, step away from the comfort zone. Der verrückte Onkel hat dir den Ball wieder besorgt. Ich sitze erstmal nicht mehr, ja? Mega glücklich, dass wir jetzt den Ball gefunden haben. Aber ich glaube, Leia mag jetzt erstmal nicht mehr mit mir spielen. Naja, vielleicht kann ich das irgendwie wieder gut machen. Ja, nachdem wir jetzt Leias Ball wiedergefunden haben, Gott sei Dank, trinken wir jetzt erstmal einen Cappuccino. Wir haben hier unseren Milksteamer, den habt ihr schon mal zwei, drei Videos vorher in einem Video gesehen. Mittlerweile kommen wir besser damit zurecht. Wir freuen uns auf jeden Fall auf einen richtig leckeren Cappuccino. Wir machen die Milch und die Nachbarin da hinten, die kurbelt fleißig. Bist du ready? Ja, fast. Noch einen kleinen Moment und dann können wir gleich Kaffee machen. Es dauert immer so lang für drei Leute, ne? Anstrengend. Ja, Melli, die ist hier ständig auch am Umziehen. Jacke an, Jacke aus, Socken an, Socken an, Socken aus, Socken an, ich weiß gar nicht mehr, ja, wie wir das machen. Es ist nämlich mittlerweile richtig kalt, gerade wenn die Sonne nicht da ist. Ja, also ich denke, vielleicht haben wir doch ein bisschen viel Holz, aber dann machen wir morgen einfach nochmal ein zweites Feuer, weil... Oder wir lassen es für andere. Ja, wir kriegen heute Abend nämlich nochmal Besuch, es kommen noch zwei andere Vanlifer dazu. Boatlifer eigentlich. Und Boatlifer, die kommen aber gerade mit dem Van, obwohl es mit dem Boot hier auch perfekt wäre. Ja, ne? genau, und zwar sind beide gerade in Portugal, aber wir sind ja sehr nah an der portugiesischen Grenze und da kommen sie gerade mal rübergefahren. Eleanor und Ben. Melli und ich, wir kennen die zwei noch nicht, beziehungsweise noch nicht persönlich. Die zwei kennen die aber. Und mit wem sich die beiden verstehen, ja, mit denen verstehen wir uns auch. Another week, another day, another hour since you went away and so cliché. Ist der Topf ein bisschen voll geworden? Der Hunger scheint groß zu sein. Ne? Gerade passt alles so rein. Aber wir sind ja auch sechs Leute, ne? Wollen ja alle satt kriegen hier. Ja, und essen tun wir wahrscheinlich für acht Leute. Soll ja keiner hungrig hier rausgehen. Wir sowieso. Wir essen schon zu viert für sechs. Ja, ich habe die Crew jetzt aufwecken können. Also es hat ein bisschen gedauert, aber jetzt sind sie alle wach. Und jetzt gibt's Kaffee und Frühstück. Kann sein, dass wir wieder ein bisschen eskaliert sind, was das Frühstück angeht. Also es wird irgendwie immer heftiger. Aber jetzt sind wir auch sechs Leute. Ja. Die Leute habt ihr gestern nicht gesehen. Das hier ist Ben und das ist Elena. So, von denen habe ich euch gerade schon erzählt. Genau. Und mit den zwei, die kennt ihr schon, ne? Mit denen geht die Reise auch weiter hier. Ja. Morgen schon. Und mit euch haben wir noch einen schönen Abend hier. Ja. Oh Leute, ich brauche einen Kaffee. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber... Ja. Ja, dann stoß mal auf. Danke. Ja. Aber vorsichtig wegen der Latte Art. Hab ich auch. Ja, ja. Okay, komm hier. Wir dürfen auch mit rein rum. Prost, Leute. Cheers. Ja, aber echt, ey, was für ein Wetter. Ey, es ist viel geil. Hätten wir auch heute unten irgendwie machen. Hey, wir haben richtig viel Glück. Die zwei sind jetzt endlich da. Der Magen ist auch echt am Grummeln und wir haben Feuer entzündet. Es hat aufgehört zu regnen, über uns ist ein sternklarer Himmel, als wäre nie was gewesen.
Und jetzt freuen wir uns aufs Essen. Ich glaube, Ben hat auch noch mal eine Flasche Wein mitgebracht. Oder zwei. Oder zwei. Oh, 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 oh. Ja, wir werden jetzt uns einen schönen, gemütlichen Abend hier am Feuer machen. Und wir sehen uns dann morgen in aller Frische, denn da ist ein riesengroßer Tag für uns alle hier. Ihr seht, wir freuen uns mega. Bis dann. Soll ich jaulen? Oh mein Gott, die Leute denken, wir sind crazy. Wir haben hier gestern Abend noch ein schönes Feuer gemacht. Und ja, dann kam die Polizei und hat gesagt, dass es nicht erlaubt ist. Dann haben wir das alles wieder ausgemacht und es war sehr entspannt, also voll in Ordnung auch für die Polizei. Keine Strafen oder auch keine weiteren Fragen, die da aufgekommen sind. Ja, die Mädels sitzen da vorne noch. Wir hatten gerade schon schön Cappuccino getrunken. Robin macht hier Yoga. Ben ist da vorne und telefoniert mit einem Freund. Ja, und wir müssen jetzt noch einmal vor der Fähre den Van von außen waschen, Wäsche waschen, einkaufen gehen, Wasser auffüllen. Und ich glaube, ich fange jetzt einfach schon mal damit an. Okay, wir haben jetzt den Bus startklar gemacht. Jetzt müssen wir nur noch Wäsche waschen zum Supermarkt. Vielleicht den Van noch von draußen waschen und dann geht's zur Fähre. Leute, wie sehr freut ihr euch eigentlich auf... It's a long travel, but I'm not in a hurry. Was it the same night you had trouble with? Man so lange nicht mehr in der Stadt, ne? Ja, ne? Es gibt Ampeln. Es geht auch. Oh, es geht. Baby, you are using the same old lines. I'll leave it all behind. So, haben wir jetzt die Pakete abgeholt? Ja, funktioniert ziemlich cool. Und voll einfach. Einfach bei der Post Pakete abgeholt. Und jetzt haben wir... Aber es hat Equipment ziemlich lange gedauert. Beisammen. Ja, die Spanier sind ein bisschen langsamer, aber es ist ja auch schön irgendwie. Es hat 20 Minuten gedauert für die zwei Pakete. Hat man ein bisschen Zeit zum Nachdenken, ob man auch das Richtige bestellt hat oder nicht. Aber jetzt sind wir draußen und gucken wir mal, ob die Wäsche überhaupt noch da ist. Ja, die müssen wir jetzt in den Trockner schmeißen. Okay, kurzes Update. Wir haben die Wäsche abgeholt. Es ist alles da, bis auf eine Socke. Also eine Socke. Eine Socke verloren. Ja, Trauer. Okay, es ist wieder vorbei. Wir verraten euch jetzt gleich, wo es lang geht. Und dann erzählen wir euch auch, was die Fähre gekostet hat, ob man dafür geimpft sein muss, einen Test braucht, ob wir eine Kabine haben oder ob wir an Deck schlafen und wie das mit einem Hund ist und alle weiteren Infos gibt es gleich. Geht los, wir sind die Letzten. Jetzt endlich in unserer Kabine. Wir sind jetzt alle fix und foxy und da bin ich jetzt schlafen. Das Geheimnis wird endlich gelüftet. Wir fahren auf die Kanaren. Und auf welche Insel genau? Erzählen wir euch später. Oder? Die armen Leute. Oh, der Kaffee hat aber gut getan. Ihr habt ja jetzt lange gewartet, jetzt wisst ihr, wohin wir fahren und
jetzt verraten wir euch auch, was die Fähre gekostet hat und wie das hier so ist. Ne? Wir haben die Fähre gebucht, das war Anfang Oktober, glaube ich, so um den Dreh rum. Also gut im Voraus. Ja, sollte man ja wirklich im Voraus buchen, weil wir mittlerweile gehört haben, dass die Fähre jetzt schon bis Mitte Januar ausgebucht wären. Bis Mitte Dezember, glaube ich, nicht so weit. Auf jeden Fall, es geht jetzt nicht mehr so kurzfristig. Ja, und gerade genau, was die Zimmer mit Hund angeht, wir haben ja eine Hundekabine hier, deswegen ist er ja auch bei uns, sonst müsste sie in den Zwinger. Ja. Und die sollen wohl bis Mitte Januar ausgebucht sein. Ja. Und die Zwinger sind nicht zu empfehlen. Also ihr könnt euch das vorstellen, dass man hier so eine Art Bereich hat, wo die ganzen Wohnungen, also die Zimmer sind, und dann hat man dort leider sehr, sehr weit von entfernt eine geschlossene Hundekabine, wo dann ganz viele kleine Zwinger sind, und da kommt der Hund dann rein, du darfst den dann dreimal am Tag ausführen auf Deck, damit der dann halt sein Geschäft erledigt. Aber das ist schon ein bisschen schlimm. Ist echt nicht schön. Das ist nicht zu empfehlen. Wir sind vorher mal dran vorbeigelaufen und ich glaube, das ist allein schon so, wenn man das als Mensch sieht, als empathischer Mensch, hat man da auch schon so kein gutes Gefühl dabei, sein Hund da über mehrere Zeiten zu lassen, weil die Fähre, wir fahren jetzt mindestens 32 Stunden. So ist natürlich auch wetterabhängig, also ist schon heftig da, die Tiere so lange Zeit zu lassen. Laut und vor allem, wenn man so einen Kuschelhund hat, wie gesagt. Ja, stimmt. Ja. Der schon einschläft. Genau, wir haben die Fähre in Huelva genommen und fahren halt von Huelva nach Gran Canaria. Wenn ihr da zum Beispiel nach Teneriffa wollen würdet, wäre das, glaube ich, die gleiche Strecke. Also die Fähre fährt nach Gran Canaria und von dort aus dann nach Teneriffa oder Fuerteventura und steuert die anderen Inseln an. Und bezahlt haben wir für zwei Personen und ein Auto 450 Euro. Und dann kam noch die Kabine dazu, die wir uns teilen. Und dann haben wir pro Person, glaube ich, auch nochmal um die 100 Euro bezahlt. Ja. Ich glaube, insgesamt waren 700 Euro pro Pärchen und Auto. Genau, genau. Pärchen und Auto haben wir 700 Euro. Also plus Hund dann auch, ne? Ach so, das ist ja auch viel teurer. Das ist aber Hund näher. Kostet eigentlich nicht viel. Ich glaube, es sind so 20 Euro Aufpreis. Also das ist nicht wirklich viel. Ja. Wenn ihr dann eine Kabine habt, dann könnt ihr dreimal am Tag was essen. Wir empfehlen euch trotzdem, macht euch euren eigenen Kaffee. Am besten natürlich auch so lecker und schmackhaft wie die Weiße. Definitiv. Ja, wir haben uns ein paar Sachen noch mitgenommen. Essen mitnehmen, genau. Ein paar Sachen. Also, viel. Ja, wir sind auch verfressen. Wir sind nicht ausgestattet. Ja, ansonsten ist das echt zu empfehlen mit einer Kabine. Eine andere Möglichkeit wäre, die Sitzplätze zu nehmen, die auf jeden Fall auch okay sind. Wie im Flugzeug eigentlich. Ja. Ja. Kannst also auch Level auch upgraden, okay. Dann hast du da so erste Klasse. Ja, aber der Hund kann halt nicht mit. Ne? Also Hund ist entweder in so einer Hundekabine oder im Zwinger. Oder man schläft auf Deck, so wie wir das bei unserer ersten Fährfahrt gemacht haben. Was auch nicht immer erlaubt. Das hängt dann auch von zusammen. Und ist auch nicht so bequem. Ja. Ne? Ja. Aber wenn man Low Budget unterwegs ist, dann kann man das auf jeden Fall mal ausprobieren. Auch, ja. Aber wir genießen dann schon sehr, dass wir hier so unsere eigenen vier Wände haben. Ja, total. Schon schön. Ja, das ist schon cool, so seinen eigenen Space zu haben. Und hier können wir halt jetzt das Video zurechtschneiden, was ihr euch dann gleich angucken werdet. Und was ihr gerade guckt. Genau. Oder was ihr gerade guckt. Genau. Stimmt. Das bedeutet dann auch, wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr natürlich den beiden auch mal ein bisschen Liebe da lassen und die unterstützen. Nicht nur ein bisschen, ganz viel. Ganz ja, es wäre schön, wenn ihr das Video kommentiert und liked und vielleicht auch teilt. Und dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Denn dann sind wir auf Gran Canaria. Insel Vibes. Oh, wir freuen uns schon so lange drauf, seit spät. Lange geplant und jetzt it's real. Ist ganz tolles. Ja, dann wünsche ich euch alles Gute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir sehen uns nächste Woche. Yay! Tschüssi! So, und jetzt kümmern wir uns erstmal um Leia. Ich bin gerade beim Schneiden von dem Video. Mir fällt auf, dass wir ein Thema ausgelassen haben, was ja auch gerade ziemlich interessant ist. Und zwar, ob man einen Test braucht, etc. Bei uns war das so, dass wir hier in Spanien ja jetzt schon längere Zeit sind. Und dadurch natürlich, wenn man jetzt von Deutschland nach Spanien reist, man in den Ländern dazwischen entweder einen negativen Corona-Test braucht oder ein Impfzertifikat nachweisen muss. Dadurch, dass wir jetzt hier schon längere Zeit in Spanien sind und natürlich von Spanien innerhalb Spaniens quasi reisen, wurde jetzt halt weder nach dem einen noch nach dem anderen gefragt. Wie das natürlich ist in Zukunft, das können wir natürlich jetzt nicht vorhersehen. Das ändert sich natürlich immer relativ schnell.
Aber die Informationen findet ihr dann halt auf der Fährseite, auf der Seite des Auswärtigen Amtes oder eben halt auch auf der Seite der Reedereien. Wir hatten jetzt nichts davon gebraucht und ja, das können wir an euch jetzt mal so weitergeben. Das Reisen ist dennoch sehr entspannt. Falls ihr Lust habt zu reisen, lasst euch da nicht verrückt machen und habt Spaß dabei. Action! Was soll man jetzt sagen nochmal? Dass wir auf die Kanaren fahren. Eins, ja. Es okay. Geht auf nee, die... Nochmal? Da fängst du an, ja? Und dann sagen wir Kanaren zusammen. Wir sagen, das Geheimnis wird jetzt gelüftet. Wir fahren auf die Kanaren.